Hallo und herzlich willkommen zur 47. Folge von Let's Play Oblivion. Ja, wir sind hier noch in unserem kleinen kärtligen Zimmer und wollen erstmal schlafen gehen. Denn wir haben noch ein Level-Up zu erledigen. So, machen wir das auch gleich mal. 1 Uhr, ja, egal. Komm, schnell machen. Schön, oh, das geht aber ordentlich auf Konstitution. Stärke machen wir. Willenskraft? Gerne. Ja, machen wir doch mal das. So. Und fertig gedrückt. Passiert aber nicht viel. Dauert natürlich wieder Stufe 9. Ja, das ist doch schön. Entschuldigung, ich habe gerade ein Eis. Das lasse ich jetzt mal wieder weg. Oh, ein toter Bär. Ja, wir gehen raus. Was? Ich werde jetzt erstmal mindestens bis zur Folge 50 aufnehmen heute. Denn diese Folge wird ja schon laufen, wenn ich in Berlin bin. Ja, ich muss noch mehr Folgen aufnehmen. Nein, ich muss... Das wird ganz genau reichen. Aber ich möchte lieber nicht, dass es ganz genau reicht. Das wäre dann doch zu knapp. So, sollen wir in die Kirche rein? Mal probieren. So, jetzt schmilzt gerade mein Eis. Oh Gott, wieso habe ich mir das Eis dahingelegt, wenn ich gerade aufnehmen will? Gut, wir sollen doch nicht rein. Rumlaufen. Gut, wir sollen nur rumgehen. Alles klar, das macht doch nichts. So, wir sind ja eigentlich immer noch hier an der Hauptquest dran. Und nach wo sollen wir denn jetzt? Ich bin gar nicht mehr im Bilde. Als ich Burt berichtete, dass Yael eine Attentäterin der Mythe... Ach genau, ich will das Haus durchsuchen. Ich sage, lese das nochmal vor. Das ist unnötig, würde ich sagen. Das kleine Schüppchen hier. Okay, ich... ja, doch, ich mache nochmal kurz am Ei... ja, Eis. So, wieder für euch da. Ja, mit dem Schlüssel öffnen. So, ich denke mal, wir müssen jetzt auf einiges gefasst sein. Oder auch doch müssen wir. Da ist eine geheime Klappe im Boden. Aber erstmal. Die hätten ja gesagt, sie mischen sich nicht ein, soweit ich jetzt noch weiß. Und deswegen gucke ich erstmal hier in diese ganzen Fässer rein. Aber es sieht ja so aus, als wäre nichts Interessantes. Aber wir brauchen Dietriche. Mann, habe ich immer noch nicht besorgt. So, jetzt sind wir im Vorratskeller drin. Uiuiui. Nochmal das Buch nehmen, weil das ein bisschen Geld bringt und billiger Wein. Ne, danke. Ich habe in Yaels Keller ein Dokument gefunden, das die feindlichen Pläne verrät. Ich sollte Joffrey dieses Dokument umgehend zeigen. Nee, das will ich jetzt nicht vor. Das wird wieder eine nehmen. Eine ganze Folge in Anspruch nehmen. So, wir sollen jetzt hier, gehen jetzt hier unter Bruma mal. Ich möchte mal sehen. Kommen wir überhaupt hier rein? Ach komm, machen wir jetzt einfach mal. Was haben wir hier denn? Seht uns hier überhaupt irgendwas? Ich speichere nochmal schnell. Wo kommt man hier raus? Jeralberge. Mal gucken. Ja, schön, dass du lädst. Ach. Ach. Ein Geheimausgang. Okay, aber wir sollen das Joffrey ja zeigen. Und Joffrey befindet sich ganz genau in dieser Richtung. Und natürlich könnten wir jetzt dahin gehen, aber ich bin natürlich zu faul und wir reisen. Und sonst dauert das ja auch zu lange und ist nicht überhaupt nicht irgendwie, ja, sagen wir actionhaltig. Und ich habe nochmal hier mein Eis. Oh mein Gott, ich esse die ganze Zeit während eines Let's Plays. Wie unsittlich. Ich habe jetzt herausgefunden, dass das Spiel am besten läuft. Obwohl, das hätte mir eigentlich auch klar sein müssen. Willst du? Wenn ich den Computer ein bisschen erkalten lasse, weil ich... ja, meistens aufnehme, nachdem ich Folge hochgeladen habe, ein paar Videos angeguckt habe von anderen Leuten und so. Ja, und dann, obwohl ich einen riesig fetten Lüfter habe, ist dann schon mal mein PC etwas überhitzt, beziehungsweise hauptsächlich die Grafikkarten. Oder die eine, mehr oder weniger, die jetzt noch an ist. Und ja, ich möchte mir ja kein Spiegelei braten, ne? Guten Abend, Herr.
Guten Abend. Ja, wir sollen hier rein. Kennt jemand Einzelmännchen? Natürlich kennt ihr Einzelmännchen. Guten Abend. Geoffrey. Hallo. Ja, erstmal aufwachen. Hey, ich will mit dir reden. Bleib stehen. Was habt ihr über die Spione erfahren? Ja, wir zeigen ihm mal diesen Befehl. Das ist wirklich eine düstere Lektüre. Die mythische Morgenröte hat Martin schnell wiedergefunden. Oh. Das Dokument erwähnt zwei Agenten. Ihr müsst beide auslöschen. Okay, das machen wir doch. Die Pläne, die ihr gefunden habt, besagen klar, dass die mythische Morgenröte hier schon bald gegen uns antreten wird. Ihr müsst ihre Agenten in Brumar ausschalten. Mhm, okay. Ich habe gerade mal zugehört, was der hier noch brabbelt. Also nehme ich an, dass wir jetzt wieder die andere Quest annehmen müssen. Ein bisschen umständlich gemacht. Ja, richtig. So, okay. Jetzt habe ich gerade nochmal die Quest. Dann müssen wir hier, gehen wir mal. Nein, wir reisen nicht nach Schloss Bruma. Okay, wir gehen selbst runter. Das ist der schnellste Weg für uns wahrscheinlich. Ich habe jetzt keine Lust, irgendein Tor zu laufen. Und das ist ja so schön den Himmelsrand integriert. Den Himmelsrand, was sage ich denn hier? In Cyrodiil integriert. Dieses vom Level her quasi, so dass wir gar nicht erst der Blick hier unten zur Kaiserstadt da hinten, sieht man wahrscheinlich nur auf Vollbild gut, so dass wir hier gar nicht erst ein Ladebildschirm haben, wenn sich die Türen öffnen. Ich frage mich, was später mit einem Kampf zusammenhängt. Ich meine, es könnte ja gut sein, aber es ist nur eine Vermutung. Und wir nehmen mal hier so einen schnellen Weg. Auch eine Fallschaden bekommen. Aber wir können uns ja heilen. Das ist ja. Okay, jetzt lädt es gerade den Bereich. Und wir müssen nach da drüben gehen. Ui. Da erwartet uns wahrscheinlich wieder die eine Kämpferin. Die andere. Eine müsste es noch sein. Die andere haben wir ja dann doch getötet da drin. Hallo? Ich möchte kämpfen. Du blöde Kuh. Ach, ist die doch drin jetzt? Hm? Ich raff's nicht ganz. Sieht so aus, als wäre sie in Schloss Bruma drin. Von hier aus. Von meinem momentanen Standpunkt aus. Okay. Eine Münze alles für klar. Einen alten Bettler. Schon wieder ein Bettler. Ja, Tatsache. Und ihr geht hier alle raus. Hallo, wieder rein. Hier ist Gefahr. Einen wunderschönen guten Tag. So, schnell wieder wegstecken. Mal sehen, wann uns denn hier ein Kampf erwartet. Doch nicht hier? Doch. Seid gegrüßt, mein Herr. Soll ich da jetzt reinkommen? Oder soll ich einfach nur warten? Ich warte mal ein bisschen. Sagen wir so 7 Stunden. Habe einfach mal schnell drauf gedrückt. Ob dann die gesuchte Spionin ans Tageslicht kommt, obwohl es dann ja schon eigentlich nächtlicher zugeht hier. Ach so, wir sollen mit dir sprechen. Ich habe bereits viel von euren Taten von meinen Leuten in Brumar gehört. Ich hoffe, das Präsent, das Tolgan euch gab, hat euer Interesse geweckt. Ja, aus diesem Grund bin ich hier. Ihr habt recht. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Gräfin Narina Carwine. Ich vermute, ihr habt schon die zahllosen Akaviri-Reliquien bemerkt. Man könnte sagen, dass ich eine Sammlerin bin. Ich habe viel Zeit und Geld investiert, um diese Beispiele frühester Geschichte zu erwerben. Ich würde sogar behaupten, dass meine Sammlung die vollständigste in ganz Cyrodiil und vielleicht darüber hinaus ist. Es fehlt mir nur eins. Eine spezielle Reliquie, die ich schon seit vielen Jahren vergeblich suche. Besäße ich dieses Stück der Akaviri-Antike, wäre meine Sammlung wahrlich komplett. Ich spreche natürlich vom drakonischen Stein des Wahnsinns. Mhm.
Fremde in der Stadt? Nicht, dass ich wüsste. Die Leute bleiben meist zu Hause, bei all den Gefahren in der Welt. Aha. Und, sag uns doch mal was zu dem Der Stein ist ein schönes Beispiel der Akaviri-Handwerkskunst. Der Talisman, der wie ein Amulett angelegt wird, soll den Träger vor Giften aller Art schützen. Der Stein des Wahnsinns sieht aus wie eine zusammengerollte Schlange. Die Augen der Schlange sollen aus Edelsteinen oder Ähnlichem bestehen. Ui. Über meine Quellen habe ich erfahren, dass der Stein des Wahnsinns zuletzt in den Ruinen am Fahlen Pass gesehen wurde. Hat das mit der Quest zu tun? Entschuldigung. Egal. Fahler Pass. Kennt ihr die Geschichte des Fahlen Passes? Nein, kenne ich nicht. Gegen Ende der ersten Ära versuchten Räuber von Akavir hier in Tamriel Fuß zu fassen. Damals war das Reich in mehrere Fraktionen gespalten. Rehman Cyrodiil entschloss sich, das Land zu einen und mit einer gemeinsamen Armee die Angreifer zurückzudrängen. Diese Armee wurde als Armee von Rehman bekannt. Die beiden Armeen trafen im heutigen Nord-Cyrodiil aufeinander. Die Akaviri waren stark und gut bewaffnet. Ihren größten Fehler begingen sie jedoch, als sie durch Morrowind marschierten, ohne sich darum zu scheren, wie Vivek darauf reagieren würde. Doch sie hatten nicht mit Fürst Vivek gerechnet, der sich mit den Tridentkönigen der Drök verbündete und von Morrowind aus ihre hintere Flanke angriff. Dies zwang die Akaviri dazu, an zwei Fronten zu kämpfen, und es schnitt ihren Versorgungsweg über das Meer ab. Geschichtsstunden sind langweilig. Ist das nicht die Aussage, aber die... Aber nein. Ist das nicht... Ja, ich habe übersprungen. Ist das nicht die Aussage, die ich... Angebot. Ja, ist nicht die Aussage, die ich im wahren Leben treffen würde? Ich finde Geschichte eigentlich relativ interessant. Ja. Ich weiß nicht, was ist hier jetzt... Ich muss beide aufspüren und töten, ja. Gut, wie soll ich jetzt aufspüren? Hallo? Kann ich sie riechen oder was? Oder soll ich das nachts wieder zu dem Schrein da kommen? War da nicht irgendwas? Nee. Wolken der Stadt in der Abenddämmerung in der Nähe des Grenzsteins. Okay, dann warten wir noch mal ein bisschen. Sagen wir mal 9 Stunden. Bis 10. Ne? So, 10.30 Uhr. Ich schläge immer noch nicht. Schade eigentlich. Ja, aber... Hallo. Ob wir sie denn noch entdecken, das sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play Oblivion Penner. Entschuldigung. Ja. Okay. Bis dahin, Leute. Ciao.